Dass die Frau mal zuschlägt, wirklich, die ist im Kotzen, die Alter. Nicht mehr. Ja, Mann. So. So. Mann, schlag doch mal zu, du alte Troller. Oh. Geh die mal auf den Sack. Oh. Weiß ich nicht mehr, aber die alte Schlampe geht mir, ach sorry, geht mir sowas auf den Senkel. Keine Ausdauer, keine Kraft, die hat ja nicht. Hat die überhaupt was? Ey, echt jetzt? Du brauchst doch bessere Ausrüstung. Wenn du ihr vorher eine Stahlrüstung anziehst, hält sie natürlich viel mehr aus, als wenn du da so Larifari irgendwas dran hast. Mann, da kann die auch die anderen Leute streicheln. Da kommst du ja eher mit ran. Wie oft ich hau hier die Maus hier fast kaputt hier. Mit der ganzen Klickerei. Ja, die schlägt trotzdem mich zu. Bis die mal reagiert, da bin ich Rentner. Ansonsten warte mal. Guck mal am Kamin. Das kann sein, dass da noch so ein braunhaariger Typ ist. Ich weiß aber nicht, ob du da war oder woanders. So. Na komm, mach mal diese Ladezeit. Jetzt bin ich hier draußen. Ich werd hier schon total wirre. Wegen dieser Schauspielerin hier. Wie sie Kämpferin nennt. So. Dann gehe ich nochmal rein. Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Kamin? Wo denn? Klar, den kannst du kaufen. Mit dem Krieg und all den Gefahren kann man heutzutage ein so. Gerechter Preis. Meine Klinge gehört ist euch. Ziemlich cool. Dir musst du aber noch schwere Rüstung geben. Ja, oh, das mache ich. Vor allen Dingen, geh mal auch da in den Laden. Weil, ich weiß nicht mal, wo hier ein Laden ist. Ja, beim Schlosseingang. So, ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Natürlich, was habt ihr angeboten? Die Schmieden mit dem dummen Azubi. Okay, komm mit. Und dann gibt es doch direkt in der Burg, wo der Jarl sitzt. Da gibt es auch einen Schmied, da kannst du auch Sachen gucken. Solltest du dir dringend noch was annehmen? Ich arbeite mit Silber. Genau wie mein Vater. So, Gemischtwaren an live. Und Söhne. Das verlassene Haus, da gehe ich nicht mehr rein. Ja, ich kenne mich hier nicht aus. Guck mal ganz oben. Wo ganz oben? Ja, ich sitze mal ganz oben. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben. Ja, ich habe auch so einiges gehört. So. Auf Hören und Sagen gebe ich nicht. Tempel der Dibella.
So. Steckt also Madernach hinter diesen Mauern. Ich habe meist mit schäbigen der Wachturm und Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze Diebesbande ins Feld gezogen sind. Wo geht's jetzt hier runter? Da lang. Ich grüße euch. Ich euch nicht, ich möchte gerne zum Jarl. Ich werde eines Tages ein Silberschmied, wie Mutter und Vater. Eines Tages? Dann musst du aber schon jetzt anfangen. Nö. Nepos Haus? Was? Nepos die Nase? Weiß ich nicht. Oh, das ist ein Haus. Da oben ist die Wache. Festung Unterstein. Ja. Okay. Meine Güte. Da steht aber nicht Jarl. Ja, da steht nicht die Hütte des Jarl. So, wenn du jetzt reingehst. Hm. Kannst du dir bei dem Arbeit holen? Verdammten abgeschwungen. Die glauben, sie könnten in meiner Stadt auch. Ich danach einfach nach rechts. Da ist manchmal denke ich vielleicht. Tja, dieses Drachenblut. Dort, wo sie leben, dann müssen okay. Wir hier gegen sie kämpfen. Es hat sich herausgestellt, dass Madernach der wahre Mörder von Markhardt war. Im Namen der Stadt entschuldige ich mich hiermit für eure ungerechtfertigte Festnahme. Okay. Das ist aber nett von euch. Seid ihr Söldner? Leute wie euch kann ich nicht leiden. Keine Ehre, keine Loyalität. Unzuverlässig. Aber einen potenziellen Verbündeten kann ich in Zeiten wie diesen nicht einfach so abweisen. Mal sehen, ob ihr besser seid als das übliche Söldnerpack. Meine Kundschafter haben einen Anführer der Abgeschworenen aufgespürt, die sich in ihren blutdurchtränkten Lagern verstecken. Kümmert euch darum. Okay. So soll es geschehen. Wir sehen. So, die Drachen sind nach Himmelsberg, Himmelsrand zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Wir haben einige Vorteile, falls sie hierher kommen. Die Stadt wurde in einen Berg hineingebaut, also ist sie schwer zugänglich, selbst aus der Luft. Ach, das hat man auch schon. Sie besteht aus Stein, selbst die Betten. Wir werden hier keine Probleme mit dem Feuer eines Warum habt ihr die Nordminis verhaftet? Das Weißgold-Konkordat. Der Vertrag, den wir nach dem großen Krieg mit den Elfen schlossen, und da sagt die Anbetung von Talos. Aber das hatten wir Ulfric und seinen Männern versprochen. Im Nachhinein mag es töricht erscheinen, doch damals hofften wir, dass die Elfen es nicht herausfinden würden. Als sie es dann doch herausfanden, hatten wir die Wahl. Entweder Ulfric und die Miliz verhaften, oder ein weiterer Krieg mit dem Altmerimund. Die Entscheidung fiel uns leicht, und jetzt gefährdet Ulfric den trügerischen Frieden, für den wir so viel geopfert haben. Okay, das Kaiserreich hat Reed schon einmal verloren. Als der Altmerimund in die Kaiserstadt einfiel, hat die Armee die anderen Provinzen so gut wie sich selbst überlassen. Viele der unzufriedenen Einwohner von Reed nutzten die Gelegenheit, um das Kaiserreich zu entmachten und gründeten ein unabhängiges Königreich, wie sie es nannten. Es war nicht viel mehr als ein chaotischer Aufstand. Aber Reach unterstand 2 Jahre lang nicht mehr der kaiserlichen Autorität, bis wir es zurückeroberten. Doch die Anführer des Aufstandes schlugen unsere Friedensangebote aus. Sie flohen in die Hügel und wurden zu den Abgeschworenen. So. Okay, dann haben wir das schon mal. Abgeschworenen. Verstanden? Ja, ich gehe erstmal raus, speichere ab und dann mache ich erstmal Pause. Weil in der nächsten Folge muss der Typ erstmal verstärkt werden. Mit besserer Rüstung und so weiter. Damit ich wieder Kanonenfutter vor mir rumzulaufen habe. So.
Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.